Hi und herzlich willkommen heute aus dem Nagedo-Wald. Das ist, by the way, der Wald, wo ich mein allererstes Video gemacht habe. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie der jetzt vor 2,5 Monaten gesehen hat, da sieht man wirklich einen Unterschied. Jetzt ist ja einfach Herbst, Anfang Winter. Genau, worüber will ich heute sprechen? Ich will heute mal meinen Lieblingspodcast vorstellen, den ich jetzt seit 1,5 Jahren gucke. Jordan Peterson möchte ich drüber sprechen und auch ein bisschen über Carl Jung. Was haben jetzt diese Sachen, die ich gerade genannt habe, mit meinem Leben zu tun? Wie fange ich denn an? Jordan Peterson war das erste, wo ich von diesen drei Sachen drauf gekommen bin, und das war das müsste Ende 2019, glaube ich, gewesen sein. Ja, Ende 2019 habe ich in der Buchhandlung in Augsburg am Bahnhof, ich bin da umgestiegen und da lag so ein Buch rum. 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, also 12 Regeln für das Leben, ein Gegenmittel zum Chaos. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß nicht, ich war immer schon so in meiner ganzen Jugend und so auf der Suche in Büchern nach irgendwelchen Lösungen für irgendwelche Lebensprobleme und so ein bisschen. Und ich habe in der Buchhandlung habe ich die Einleitung von dem Buch gelesen und fand ich echt spannend. In der Einleitung wurde halt geschrieben, dass dieser Jordan Peterson ein klinischer Psychologe ist. Da hat ein Freund ihn beschrieben und der meinte, dass er irgendwie super intellektuell ist, ganz, ganz abstrakte Weltkonzepte hat, aber gleichzeitig auch so in der Realität ziemlich cool ist, dass er irgendwie sein eigenes Haus gebaut hat und sich gut kleidet und so ein bisschen so ein Magnet ist auf Partys und so, dass Leute einfach interessiert an ihm sind. Und das fand ich irgendwie interessant, weil mir ging es immer so ein bisschen so, dass ich fand, dass die Leute, die am abstraktesten denken können und ja, ich fand immer ein bisschen, dass sehr intelligente Leute häufig nicht so cool waren, so ein bisschen. Also nicht so angesagt. So ging mir das häufig. Und das fand ich sehr interessant, dass jemand, der sehr intelligent sein sollte, irgendwie angesagt ist und cool und nicht nur sozusagen im Geistesreich erfolgreich ist, sondern auch so in seinem sonstigen Leben. Und genau, ich habe das Buch nicht gekauft, habe dann aber immer noch mal im Internet ein bisschen geguckt. Irgendwann habe ich mir das E-Book geholt. Ich muss sagen, das Buch selber fand ich gar nicht so dolle. Ich fand, dass einfach sehr viel Ausführungen sind und ich fand das alles zu langwierig. Das kam mir nicht so richtig auf den Punkt. Aber was dann passiert ist, ich bin, als ich so ein bisschen Jordan Peterson immer was nachgeguckt habe, bin ich darauf gestoßen, dass der ganz, ganz viele Vorlesungen aus der Uni online gestellt hat. Ich meine, der war auch schon mal Professor an der Harvard. Jetzt war der, glaube ich, an der kanadischen Uni, ich weiß nicht mehr, nicht ganz so prestigemäßig die Uni. Und ich fand die Vorlesungen, die es bei YouTube gibt, fand ich extrem beeindruckend, wie was für ein guter Redner der einfach ist. Also kann ich empfehlen, einfach mal reinzugucken. Das ist schon beeindruckend. Das sind ja keine gestellten Reden, sondern es sind einfach seine normalen Vorlesungen, finde ich extrem beeindruckend, wie gut er redet. Also das fesselt einen und das schreiben auch immer ganz viele Leute in die Kommentare rein. Wenn sie mal so jemanden in der Vorlesung in der Uni gehabt hätten, dann hätte sie die Uni auch richtig interessiert und gepackt und all sowas. Das macht er ziemlich gut. Und er hat zu vielen Sachen interessante Ansichten. Also am Anfang hat mich das alles sehr, sehr, bin ich bei sehr viel mitgegangen, was er gesagt hat. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter.
Also ich glaube, Jordan Peterson hat bei manchen Sachen ein mega gutes Verständnis dafür, wie die Welt funktioniert. Ist jetzt alles sehr abstrakt. Wenn es jemanden interessiert, einfach mal Jordan Peterson eingeben. Und der hat eine riesige Fangemeinde. Also es gibt, er lädt eigentlich nur so die kompletten Vorlesungen hoch. Mittlerweile hat er auch ein so Social Media Teams und sowas. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die große Fans von ihm sind und die Abschnitte daraus, also Jordan Peterson on Alcohol, Jordan Peterson on Relationships, die so Themen rauspicken und aus seinen Vorlesungen das rausschneiden, was er dazu gesagt hat. Würde ich sagen, kann man sich einfach mal angucken, wenn sich das interessant für einen anfühlt, anhört und dann weiß man vielleicht mehr, wovon ich spreche. Naja, jedenfalls zu manchen Sachen, glaube ich, hat er extrem gut verstanden, wie die Welt funktioniert, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, manchmal redet er auch über Themen, die er. Manchmal vereinfacht er Dinge, glaube ich auch. Also ich glaube, in manchen Themen stimmt das auch nicht so, wie er das sieht. Genau, und Jordan Peterson argumentiert immer ziemlich viel mit Carl Gustav Jung und mit Nietzsche. Und was er immer von Carl Jung erzählt hat, das fand ich immer, das hörte sich sehr, sehr spannend an. Carl Jung ist ein Schweizer Psychologe, beziehungsweise man müsste eigentlich sagen, Psychoanalytiker. Der hat bei Sigmund Freud oder mit Sigmund Freud zusammen gelernt. Sigmund Freud ist, meine ich, war älter. Und die haben sich aber irgendwann so ein bisschen zerstritten. Also Sigmund Freud hatte gewisse Ansichten, die Carl Jung irgendwann nicht mehr geteilt hat. Und dann hat er so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und die Psychoanalytik besteht eigentlich zu einem ähnlich großen Teil aus den Ideen von Carl Jung wie denen von Sigmund Freud, könnte man sagen. Carl Jung fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Sigmund Freud kennt irgendwie jeder, Carl Jung kennt kaum jemand. Aber Carl Jung hat auch einen extrem großen Einfluss eigentlich auf die moderne Psychologie gehabt. Ja, ein Grund wahrscheinlich, warum er nicht so populär ist, ist, dass er viele Ideen, Konzepte hat, die man schwierig nachweisen kann, sage ich mal. Da werde ich irgendwann nochmal drauf eingehen. Deshalb wird er heute in der modernen Psychologie in Universitäten ja, ausgespart und es wird so ein bisschen so getan, als ob es ihn nicht gäbe. Ja, weil sich die moderne Psychologie, ja, wie erkläre ich das jetzt? Vielleicht, wenn jemand zuguckt und Psychologie studiert und das ganz anders sieht, kann er auch gerne Kontra geben. Aber mein Verständnis der modernen Psychologie ist, dass sich die moderne Psychologie auf immer kleinere Phänomene konzentriert, dass die Philosophie, dass die Psychologie immer mehr zur Naturwissenschaft wird. Und das kennt ja bestimmt jeder. Es gibt immer so Schlagzeilen irgendwie, neue Studie, dieses und jenes. Es werden immer ganz kleine Sachen untersucht. Ich weiß nicht, dann kann man zum Beispiel untersuchen, Leute lernen in verschiedenen Räumen. Sie lernen einmal in einem Raum mit einer hohen Decke und einmal in einem Raum mit einer niedrigen Decke. Das wäre ein psychologisches Experiment, was man machen kann. Was ganz interessant dabei ist, wenn man in einem Raum mit einer hohen Decke sitzt, hat man tatsächlich ein bisschen weitreichendere, unkonventionelle Ideen. Wenn man in einem Raum mit einer niedrigen Decke sitzt, hat man sehr, dann bleibt man sehr bei dem, was man schon kennt und was man schon weiß. Das ist kein Witz gerade, das ist tatsächlich
untersucht worden. Wenn ich die Quelle nochmal finde, kann ich das auch verlinken. Ist ganz interessant. Genau, also die moderne Psychologie konzentriert sich auf solche wirklich sehr kleinen Phänomene. Und früher war die Psychologie, hatte die so, ja, weltumfassendere Konzepte. Also Sigmund Freud hat ja immer versucht, alles sehr, sehr viel irgendwie mit dem Eros und mit dem Todestrieb und so zu erklären und im Prinzip das ganze menschliche Verhalten zu erklären. Und die moderne Psychologie tut das nicht mehr so. Wahrscheinlich auch einfach daran, weil unser Verhalten sehr, sehr komplex und vielfältig ist und es sich nicht so einfach auf wenige Konzepte reduzieren lässt. Also ist es schon aus gutem Grund, dass diese umfassenden Konzepte ein bisschen verschwunden sind. Und ich finde es aber schade, dass jemand wie Carl Jung so wenig Beachtung heutzutage findet. Weil mir persönlich geht es so, ich finde das, was von Carl Jung veröffentlicht ist und so, ich finde vieles davon, das fühlt sich einfach richtig an. Es ist vielleicht komisch, jetzt in dem Kontext von Fühlen zu sprechen. Ich kann vielen von diesen Konzepten was abgewinnen und ich würde auch sagen, vielleicht sind die nicht alle objektiv richtig und ich glaube, dass sie trotzdem hilfreich sein können. Ich weiß nicht, ob das logisch klingt. Ich habe mal ein Semester lang ein Philosophieseminar belegt. Das hieß, war das Thema Relativismus und es ging ja um, wie relativ ist unsere Welt. Es wurde so ein bisschen entwickelt, immer relativistischere Weltvorstellungen und Nietzsche zum Beispiel war da auch Thema. Und das Fazit von dem Semester, was wir eigentlich als Kurs da gezogen haben, war, ein Weltkonzept ist dann wahr, wenn es hilft, oder generell etwas ist wahr, wenn es einem hilft, besser zu verstehen, was passiert und bessere Voraussagen zu treffen. Und ich würde sagen, Konzepte von Carl Jung helfen, bessere Voraussagen zu machen. Vielleicht haben wir mittlerweile modernere Methoden und ich glaube trotzdem, dass man dem viel abgewinnen kann. So, jetzt habe ich ganz lange geschwafelt, Konzepte von Carl Jung, ohne überhaupt zu sagen, was es ist. Ideen von Carl Jung. Also das, wo ich so zu Carl Jung reingekommen bin, war über den Podcast, den ich schon erwähnt habe. Der Podcast heißt, auf YouTube heißt der Uberboyo. Das ist von einem Iren. Steph heißt der. Der ist ungefähr 10 Jahre älter als ich. Und der hat mir einen sehr interessanten Einblick so da reingegeben. Die ersten Sachen, die ich immer geguckt habe, waren über das Buch Aion von Carl Jung. Das ist ein Buch über das, was Carl Jung das kollektive Unbewusste nennt. Da gibt es sicherlich Leute, die das besser erklären können als ich, aber das kollektive Unbewusste die Idee ist, jeder hat ja dieses Unbewusste, was so ein bisschen durch Sigmund Freud eingeführt wurde, was by the way auch als Sigmund Freud dieses Konzept aufgebracht hat, haben die damaligen Psychologen sich extrem über ihn lustig gemacht und gesagt, was soll das denn sein? Und er wurde überhaupt nicht ernst genommen. Und heute zweifelt es keiner an und auch es zweifelt auch keiner an, dass unser Denken und unsere Motive viel mehr aus Unbewusstem eigentlich bestehen als aus Bewusstem. Genau, also dieses Konzept, dass man was Unbewusstes, dass es einen unbewussten Teil der Psyche gibt, den kennt sicher jeder. Und Carl Jung war der Überzeugung, dass es auch
so etwas wie ein kollektives Unbewusstes gibt, was also dass das Unbewusste, was in jedem ist, dass sich das dass es Elemente davon gibt, die in jedem sind. Also dass wir Teile des Unbewussten miteinander teilen. Und ja, bei Carl Jung ging es dann auch um sowas wie Traumdeutungen. Und ein großes Thema ist der Individuation Process oder Individuationsprozess auf Deutsch. Ich finde, das klingt auf Deutsch irgendwie nicht so cool. Da geht es darum, zu einem, ja, zu einer Persönlichkeit zu werden und sich zu einem vollständig entwickelten Menschen zu entwickeln. So, das war jetzt alles ziemlich wenig greifbar, glaube ich, was ich gesagt habe. Genau, ich will jetzt nochmal über den Podcast sprechen. Wie bin ich zu dem Podcast gekommen? Das war eigentlich auch eine ganz interessante Story. Ich bin irgendwann, das war tatsächlich schon zu Corona-Zeiten, bin ich in Frankfurt auf einen Pubcrawl gegangen, was eigentlich für mich eine ziemlich unwahrscheinliche Sache war, das zu machen, weil ich war ganz, ganz lange nicht mehr weg gewesen. Ich bin jedenfalls in Frankfurt zu diesem Pubcrawl gegangen und da habe ich dann in der Karaoke-Bar, also total der falsche Ort eigentlich, um über solche psychologisch-philosophischen Konzepte zu reden, habe ich dann irgendwie mit einem Kerl, der in unserer Gruppe war, ein bisschen geredet. Ich fand den nett, der war irgendwie Anfang 30 oder so. Und ich weiß nicht, irgendwie sind wir auf Jordan Peterson gekommen, ich weiß auch nicht. Und dann hat er gesagt, dass er das irgendwie ganz cool fand und so. Aber dass er ja diesen Podcast, Uber Bojo, der ihm viel mehr eigentlich gebracht hat, so mit der ganzen Thematik. Und ich kannte den Podcast nicht, ich habe mir es jedenfalls mal aufgeschrieben. Es war irgendwie ein sehr, sehr großer Zufall, auf diesen Podcast so zu stoßen. Genau, so bin ich zu dem Podcast gekommen. Und der Podcast, da redet dieser Steph, der Ire, viel über Carl Jung, Nietzsche und was man da davon, ja, im Alltag rausholen kann. Also Nietzsche ist ja mega bekannt und wird auch irgendwie als ein extrem großer Denker angesehen. Und Carl Jung ist auch jedenfalls eine sehr große Figur. Und in dem seinem Podcast geht es immer sehr darum, was das mit unserem heutigen Alltag zu tun hat. Und es ist sehr gut aufbereitet. Das finde ich sehr schön. Das ist wirklich interessant. Und ich verfolge den Podcast jetzt schon seit, ja, wie gesagt, anderthalb Jahren oder so. Auf YouTube hat der Podcast 130 Videos und ich glaube, ich habe einen Großteil der Videos gesehen. Also Videos. Es gibt den Podcast in selber Form auch nochmal auf Spotify. Da heißt der Bojo Podcast. Und das werde ich auch nochmal verlinken. Und da habe ich das meiste von gehört. Bestimmt 100 Videos oder so. 100 Folgen. Und die meisten gehen mindestens eine Dreiviertelstunde. Viele gehen auch deutlich länger. Also echt viel davon gehört. Und warum hat mich das jetzt so lange gefesselt? Und warum bin ich da so lange dran geblieben? Das ist eigentlich so ziemlich der einzige Podcast, den ich höre, aber ich habe da mega viel von gehört. Ich finde das einfach sehr interessant, weil ich glaube, dieser Steph hat, ich glaube, der hat eine ähnliche Persönlichkeit wie ich. Der interessiert sich, also der hat sich immer schon so für abstrakte Konzepte, Weltkonzepte und sowas interessiert. Und das ist so ein bisschen sowas, was ich im persönlichen Kontakt mit Leuten kann ich mich über sowas nicht so viel austauschen. Ich finde sowas sehr spannend, abseits eben von den konkreten Dingen, Sport machen und weiß ich nicht, die Dinge, die man halt im Hier und Jetzt macht.
finde ich sowas sehr spannend. Aber ich finde kaum Leute, die sich für sowas so interessieren. Ich glaube, weil zum einen glaube ich, weil manches davon vielleicht Leute auch nicht verstehen. Und ich glaube einfach, weil es viele nicht so interessiert. Und das hat mich, ja, es ist so ein bisschen Teil von meinem Leben geworden, weil es irgendwie, der denkt da über viele Dinge nach, die ich auch schon immer so gesehen habe, aber wo ich noch nie mit jemandem drüber sprechen konnte, weil ich das Gefühl hatte, mich versteht niemand. Das ist echt cool an dem Podcast. Und die Themen ändern sich so über den Laufe des Podcasts so ein bisschen. Am Anfang ist es mit jemand zusammen, mit einem Schotten. Ist logischerweise auf Englisch, wenn es ein Ire macht. Ich finde es aber sehr verständlich. Und genau, am Anfang geht es viel um dieses Buch Aion von Carl Jung. Was auch wirklich interessant ist, geht es immer mal wieder um diesen Individuation Process. Und es geht sehr viel, das ist in letzter Zeit der Fokus von dem Podcast, es geht sehr viel davon darum, wenn man so an solchen abstrakten Weltkonzepten interessiert ist, das Konkrete nicht zu vergessen. Sport zu machen, im Hier und Jetzt zu sein, und sich nicht so zu verlieren in Büchern und in Theorien und all sowas. Und das finde ich mega, mega cool, wie er das macht. Und ich glaube, es hat mir viel geholfen. Und ja, also klare Empfehlung, The Bojo Podcast auf Spotify oder Uber Bojo auf YouTube, mal reinzuhören. Ich denke, die Zielgruppe sind ziemlich klar Männer, junge Männer. Ich glaube, man kann auch als Frau dem etwas abgewinnen, aber es ist schon klar an Männer gerichtet. Jordan Peterson, die Zielgruppe würde ich auch sagen, sind hauptsächlich junge Männer. Wo es jetzt auch gerade das Thema Männer-Frauen ist. Jordan Peterson hat wenn es um Männer, Frauen geht, ein paar provokative Ansichten. Ich finde Jordan Peterson interessant und ich empfehle das mal reinzuschauen. Und gewisse Ansichten, die er hat, teile ich nicht unbedingt oder ich weiß bei manchen Sachen nicht, was letztendlich die Wahrheit ist. Das soll vielleicht an dieser Stelle noch gesagt sein, weil Jordan Peterson auch stark polarisiert und ich weiß gar nicht, ob das immer an ihm liegt, aber er ist irgendwann so zu so einer in so einer Antiposition gegenüber Feminismus so ein bisschen gekommen. Wie gesagt, ich weiß bei vielen Themen nicht, was letztendlich richtig ist. Und ich finde ihn interessant und empfehle den. Das heißt aber nicht, dass ich seine Ansichten oder alle seine Ansichten teile. Genau, aber interessanter Kerl. Und zum Thema Carl Jung, glaube ich, ist nicht geschlechterspezifisch, die Themen, um die es da geht. Carl Jung ist aber insgesamt vom Themenfokus eigentlich eher für, ich weiß nicht, ich würde so sagen, ab 30, 40 wirklich interessant über das, worüber Carl Jung spricht. Ist eigentlich für junge Menschen gar nicht so, so passend immer. Trotz alledem ist es, finde ich es spannend. Und ja, wenn sich jemand für solche Dinge interessiert, ich rede immer gerne über sowas. Wie schon gesagt, ich kenne nicht so viele Leute, die so viel Interesse an sowas haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch gut so. Wenn jeder immer so viele Theorien hätte und so im Abstrakten immer denken würde, dann würden vielleicht auch viele Dinge nicht passieren. Nichtsdestotrotz, es ist irgendwie ein Teil von mir und ja, ich finde es schön, dem immer mal wieder mit dem Podcast ein bisschen Futter zu geben. Und ich glaube auch, dass ich über diesen Podcast
zum Teil mein Weltverständnis wirklich verbessert hat. Zu verstehen, wie Emotionen funktionieren. Das klingt jetzt so ganz komisch, so hör doch einfach auf deine Emotionen. Nee, aber woher Emotionen kommen und welche Funktion sie haben in gewisser Weise, das sind viele Sachen, über die ich vorher nie so. Manche Sachen werden da dargestellt und wenn man sie dann hört, finde ich, dann klingen sie sehr einleuchtend und machen Sinn. Aber ich wäre von selbst zum Teil nicht drauf gekommen. Und das war einfach hilfreich bei dem Podcast. Also hier meine große Empfehlung, mal reinschauen. The Bojo Podcast, Uber Bojo auf YouTube nennt er sich. Jordan Peterson mal reinschauen. Wie gesagt, wenn man solche abstrakten Dinge mag und wenn man sowas nicht mag, dann hat man wahrscheinlich auch dieses Video gar nicht geguckt. Also alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, gerne mal da reinschauen. Und ja, das war es erstmal zu dem Thema. Carl Jung könnte ich mir vorstellen, auch Jordan Peterson da nochmal drüber zu sprechen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Die Sachen sind halt einfach sehr schwierig in Worte zu fassen und vor allen Dingen kurz und bündig in Worte zu fassen. Genau, vielleicht werde ich da nochmal drüber sprechen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und ja, bye bye. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann.